Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund und halten Sie sich fit. Sky-Moderatorin Nele Schenker begrüßt Sie im Sky Gym. Die ehemalige Leistungssportlerin weiß, wie es geht. Einschalten, dranbleiben und durchhalten. Neles Fitness-Workout täglich bei Sky Sport News HD und abrufbar bei Sky Q. Killer Alex, der Name der Einheit ist jetzt definitiv Programm hier im Sky Gym. Wir stressen unsere Beine mal so richtig mit einem 10-minütigen, sehr intensiven Workout. Und ihr könnt euch das Ganze noch intensiver gestalten, indem ihr Beinmanschetten mit dazu nehmt. 10 Übungen, a 30 Sekunden, B und Entlastung. Auf geht's, wir kämpfen uns gemeinsam durch. Wir starten direkt mit Vollgas durch und das mit dem Kniehebelauf, sprich dieser Übung. Zeige ich das gerne auch von der Seite. Schaut, dass ihr die Knie ungefähr auf die 90 Grad bekommt. Wem das zu anstrengend ist, bleibt hier unten, aber haltet schön die Frequenz. Noch 10, zieht durch. Super, dann sind wir schon mal ein bisschen warm für unsere zweite Übung. Dafür gehen wir in einen Stand, der breiter ist als hüftweit. Und gehen hier unten schön in den tiefen Squat und werden danach immer zur Seite kicken. Immer abwechselnd, rechts und links. 30 Sekunden Belastung. Nach dem Kiepton geht's wieder los. Sehr gut. Für unsere nächste Übung gehen wir wieder in den White Squat. Bleiben hier schön unten und geben dann hier einen kleinen, fiesen Impuls rein. Von der Seite sieht das Ganze so aus. Weiter Squat. Schön hier unten bleiben und nur ein ganz kleiner Impuls, der richtig schön wehtut. Übung Nummer 3. Auf geht's. 30 Sekunden. Wir ziehen durch. Noch 5, nicht aufgeben. Sehr, sehr gut. Für Übung Nummer 4 gehen wir runter auf unsere Matte. In den seitlichen Stütz und werden jetzt hier unser oberes Bein abheben. Aber damit noch nicht genug. Nein, die letzten 10 Sekunden gehen wir hier oben einen kleinen Impuls rein. Sehr gute Übung für die doch etwas empfindlicheren Stellen bei den Ladies. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf geht's. Und die letzten 10, bleibt hier oben. Super. Und auch nochmal der Hinweis für euch. Wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne Beinmanschetten umschnallen, um das Ganze noch einen Level drauf zu tun und intensiver zu gestalten. Die andere Seite ist dran. Ich drehe mich so um, dass ihr mich noch von vorne sehen könnt. Wieder 20 Sekunden der weite Weg und die letzten 10 hier der kurze, fiese.
Auf geht's. Haben wir geschafft und das heißt, wir bleiben jetzt hier oben und tun uns mal was richtig Gutes. Auf geht's. Super. Unser Po war natürlich gerade auch gefordert und wird jetzt auch ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Wir legen uns auf den Bauch. Hände können gerne unter euren Kopf. Der Bauch ist angespannt, der Po ist ganz fest. Wir heben die Beine an und werden jetzt ein V formen. 30 Sekunden, macht den Po so fest, wie es nur geht. Die Beine sind auch angespannt. Ab dafür. Nachlassen. Gleich haben wir es geschafft. Für unsere letzten vier Übungen geht es nochmal zurück in den Stand. Wir machen weiter mit dem Skater. Das heißt, wir stellen uns auf ein Bein und gehen jetzt mit dem anderen schräg nach hinten und imitieren so die Skaterbewegung. Ich starte jetzt mit dem linken Bein vorne, das rechte geht bei mir schräg nach hinten. Achtet bei dieser Übung auch immer darauf, dass euer Bauch ganz fest ist, dass ihr den Blick nach vorne richtet, dass der Kopf nicht fallen gelassen wird, sondern ihr schön in eurer Linie bleibt im Oberkörper. Und die andere Seite ist jetzt auch noch dran. Das heißt bei mir das rechte Bein vorne, das linke geht schräg nach hinten. 30 Sekunden. Ab jetzt. Vorletzte Übung sind dynamische Ausfallschritte, heißt Split Lunges. Wir gehen auf einer Seite in den Ausfallschritt und springen in die andere Seite. Letzten zwei Übungen gehen wir nochmal Vollgas. Zwei kleine schöne Herausforderungen, die uns da erwarten. Lass die Beine brennen. I ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. Two for one, you know a bitch by four. And two left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. Nicht nachlassen, zieht durch. Can in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. Super. Und zum Schluss nochmal was Schönes, Fieses. Wir machen Hockstrecksprünge. Sprich, wir gehen hier runter in die Kniebeuge und springen so hoch wir können. 30 Sekunden. Gib nochmal richtig Gas.
I'm a boss, I'm a bitch. Paar Sekündchen haben wir noch Pause. Dann geht's wieder rund. Und los. Zieht durch, niemals aufgeben, auch wenn es jetzt schon richtig weh tut. Weiter geht's. Noch 10. Das schaffen wir. Oh. Puh. Super. Nach so einer intensiven Einheit geht es für viele Profisportler ab in die Eistonne. Per Mertesacker, wir wissen es auch mal 3 Tage lang. Und tatsächlich, das ist ein beliebtes Mittel im Fußball, in der Leichtathletik oder auch im Handball, um die Regenerationszeit zu verkürzen. Hobbysportlern dagegen wird oft ein warmes Bad empfohlen, um gegen Beinmuskelkater vorzubeugen. Kälte oder Wärme, da gibt es verschiedene Theorien und daher empfehle ich euch in der Praxis, sucht euch die Tipps und Tricks, die euch persönlich gut tun und weiterhelfen. Findet euren ganz eigenen Weg und der führt dann hoffentlich auch bald wieder hier ins Sky Gym. Bis dann.